So, hallo. Mein Name ist Katrin Schulz. Ich bin am Helmholtz-Zentrum München für die Ausbildung unserer gewerblich-technischen Berufe zuständig. Ich warte jetzt noch mal ein bisschen, vielleicht kommen noch ein paar mehr von euch. Schauen wir noch mal so ein bisschen auf die Zahlen unten. So langsam steigen sie. Schauen wir mal, vielleicht kommen noch ein paar in den Raum. Und dann erzähle ich euch ein bisschen was zum Helmholtz-Zentrum München und zur Ausbildung bei uns und was man bei uns alles machen kann und wer wir sind. Genau. Ich habe heute mit an Bord noch meine Kollegin, das ist die Steffi Mühlhans. Die wird heute so ein bisschen den Chat betreuen und gucken, ob da Fragen von euch kommen. Also gerne jederzeit Fragen stellen. Schießt einfach los und macht es. Ja, hallo. Gut, super. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir so langsam aber sicher auch mal starten, wenn die Zahlen so ein bisschen nach oben gehen. Wie gesagt, ich bin die Katrin und bin für die Ausbildung unserer gewerblich-technischen Azubis am Zentrum zuständig. Ja, was sind wir? Wir sind ein Zentrum, das sich beschäftigt mit der Erforschung von Erkrankungen, von Gesundheitsfragen. Das sind sozusagen umweltbezogene Erkrankungen. Das heißt, wir schauen uns an, was ist Diabetes, wie funktioniert Diabetes, was kann man dagegen tun, wie kann man Patienten helfen, die an Diabetes zum Beispiel erkrankt sind. Wir schauen uns auch an, was sind Lungenerkrankungen, wie entstehen Lungenerkrankungen oder auch Allergien. Das sind so unsere Hauptthemenschwerpunkte, mit denen wir uns am Helmholtz-Zentrum in München beschäftigen, am Helmholtz Munich. Und was ist so unser Ziel, unsere Mission? Unsere Mission ist, dass wir ja individuelle Therapieansätze, Methoden, Medikamente entwickeln und individuelle Lösungen entwickeln, um Patienten zu helfen. Einmal bei der Prävention von Erkrankungen, aber auch bei der Therapie von umweltbezogenen Erkrankungen. Das heißt, wir wollen sozusagen eintreten für eine gesündere Gesellschaft. Und dann eben auch schauen, wie entwickelt sich eine Erkrankung auch eben in Bezug auf die Umwelt. Das heißt, was stellen wir uns für Fragen? Wir stellen uns die Fragen, wie entstehen Krankheiten überhaupt? Welchen Einfluss hat die Umwelt und der persönliche Lebensstil auf eine Erkrankung? Und das wollen wir herausfinden und wollen sozusagen das als Ziel unserer Forschung betrachten. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann stellt die jederzeit in den Chat. Steffi ist da für euch bereit und wartet nur auf euch. Diese Kenntnisse, die wir da gewinnen bei unseren Fragestellungen, die nehmen wir her, um sozusagen eine Medizin für die Zukunft zu entwickeln. Wir haben nicht nur in der Nähe von München, in Neuherberg, einen Standort. Das ist unser Hauptstandort mit fast 2.500 Mitarbeitern. Wir haben auch noch über Deutschland verteilt verschiedene Standorte, zum Beispiel einen in Augsburg, einen in Leipzig, in Dresden, in Tübingen, Hannover. Also von daher sind wir breit aufgestellt und auch da kann man zwischen den Standorten mal wechseln, sodass ihr da auch eine spannende, interessante Ausbildung haben werdet. Gut. So, zuerst möchte ich euch so einen kleinen Überblick nochmal geben, was wir so als Arbeitgeber machen. Das heißt, bei uns bekommt ihr eine solide Ausbildung. Wir versuchen euch wirklich individuell zu fördern. Wir Ausbilder sind alle für euch da und jederzeit für euch ansprechbar. Wir haben natürlich einen Tarifvertrag, nach dem man bezahlt wird, haben relativ viele Urlaubstage mit 30 Tagen Urlaub. Und wichtig für euch ist, dass wir wirklich für den eigenen Bedarf ausbilden. Das heißt, wenn ihr bei uns eine Stelle habt und alles gut läuft, dann haben wir auch auf jeden Fall hinterher nach eurer Ausbildung die Möglichkeit, euch zu übernehmen. Wir arbeiten in einem internationalen Umfeld. Das heißt, wir haben Wissenschaftler bei uns, die aus, ich glaube, an die 70 verschiedenen Nationen kommen. Also von daher haben wir da wirklich ein breites Umfeld. Wir arbeiten bei uns in kleinen Gruppen. Das heißt, auch wenn wir zum Beispiel 8 oder 9, 8 Biolaboranten zum Beispiel einstellen, dann seht ihr, dass wir eine wirklich kleine Gruppe haben, mit der wir gut arbeiten können. Was haben wir noch? Wir wollen euch auch immer noch ein bisschen mehr als nur die Arbeit bieten. Das heißt, es gibt zum Beispiel bei uns am Campus auch Sportangebote, sodass man auch mal Fußball spielen kann im Helmholtz Fußballclub und so weiter. Also von daher bieten wir euch hier auch ein breites Spektrum. Wichtig ist auch noch, dass wir natürlich auch versuchen, euch insofern zu fördern, dass ihr auch Auslandsaufenthalte machen könnt. Das heißt, wir versuchen auch oder beteiligen uns an diesen Erasmus-Plus-Programmen. Das heißt, da könnt ihr auch mal ins Ausland fahren und einen unserer Kooperationspartner im Ausland besuchen. Wenn ihr euch ein bisschen später zugeschaltet habt und zum Beispiel den Anfang nicht bekommen habt, wo ich erzählt habe, was wir so als Zentrum machen, dann stellt es auch gerne nochmal in den Chat. So, welche Berufe bieten wir an?
Wir haben so zwei, ja, ich sag's mal, Themenschwerpunkte, in denen ihr eine Ausbildung machen könnt. Das ist einmal so der gewerblich-technische Bereich, für den ich eben in erster Linie mitverantwortlich bin. Und dann haben wir den kaufmännischen Bereich. Im gewerblich-technischen Bereich suchen wir aktuell zum Beispiel auch noch Tierpfleger oder ja, euch, die ihr vielleicht auch eine Ausbildung zum Tierpflegefachrichtung Forschung und Klinik machen wollt. Und wir bilden auch jedes Jahr 7, 8 Azubis aus im Bereich Biologielaborant. Das sind dann diejenigen, die unsere Wissenschaftler dabei unterstützen, unsere ja, personalisierte Medizin zu entwickeln und zu voranzutreiben. Dann haben wir den technischen Systemplaner für Versorgungs- und Ausrüstungstechnik. Das sind ganz, ganz wichtige Leute bei uns am Zentrum, die zum Beispiel sich auch damit beschäftigen, wo liegen unsere Rohrleitungen und so weiter. Aber da komme ich nachher auch noch mal drauf zu, wenn ich die einzelnen Berufe noch mal im Detail vorstelle. Dann könnt ihr bei uns Elektroniker für Betriebstechnik werden oder im kaufmännischen Bereich, wo wir aktuell auch noch wirklich auf der Suche sind. Falls ihr euch doch schon für einen Bereich entschieden haben solltet, dann könnt ihr bei uns natürlich auch eine Ausbildung zum Kauffrau, Kaufmann für Büromanagement machen oder Fachinformatiker für Systemintegration werden. Gut, dann würde ich euch die Berufe so im Einzelnen noch mal ein bisschen vorstellen und euch ein bisschen was zu jedem Themengebiet noch mal erzählen. So, was machen unsere Fachinformatiker für Systemintegration? Ja, ohne den oder diejenige von euch, die das machen und erlernen, läuft bei uns rein gar nichts. Also das heißt, unsere ganze Technik, unsere ganzen Geräte, alles läuft über die IT. Und über irgendwelche PCs und dafür seid ihr dann verantwortlich. Das heißt, ihr schaut dafür, dass dann die ganzen IT-Störungen behoben werden, dass unsere PCs laufen, dass die vernetzt sind, dass wir verschiedene Hard- und Software-Komponenten haben, die eben komplex zusammengeschaltet werden. Ihr redet mit unseren Wissenschaftlern und beratet die dabei, wie man zum Beispiel IT-Systeme umsetzen kann. Und ihr realisiert sozusagen auch neue Netzwerke. Führt aber auch mal eine IT-Schulung durch. Und ja, wenn ihr eine Fachoberschulreife gemacht habt, also Fachhochschulreife gemacht habt mit guten Noten in Physik und in Mathe, dann seid ihr bei uns genau richtig. Und wenn ihr auch so ein bisschen offen und kommunikativ seid, weil wir natürlich auch viel Kundenkontakt haben, dann wäre das zum Beispiel ein Beruf, für den ihr euch ja bei uns interessieren könntet. Und wenn ihr daran Interesse habt, teilt bitte eure Kontaktdaten, weil dann haben wir schon mal was und können euch im Nachgang auch noch mal was zu den einzelnen Berufen schicken. Ich bin dann auch später noch dann für euch im Raum da, wenn ihr dazu Fragen habt. Was bilden wir noch aus? Wie gesagt, die Kauffrauen und Kaufmänner für Büromanagement, die organisieren unsere Büros, sind aber auch Bindeglied zu all unseren Mitarbeitern. Das heißt, auch wenn mal ein Wissenschaftler eine Frage hat, weil er nicht weiß, wie das Entgelt funktioniert oder wie das mit Urlaub und Krankmelden und was auch immer ist, dann seid ihr diejenigen, die auch unsere Leute beraten. Ihr durchlauft bei uns sehr viele Abteilungen in der Administration, unterstützt unser Personalmanagement, unsere Finanzen unterstützt ihr. Wir setzen euch aber auch in der Öffentlichkeitsarbeit ein oder im Beschaffungswesen ein. Und das schon ab dem ersten Tag, wo ihr bei uns startet. Also das heißt, ihr seid sofort das allererste Mal, wenn ihr bei uns startet, auch gleich on the job und mitten im Büro und mitten im Alltagsleben. Ja, wir haben so 12 bis 15 verschiedene Abteilungen, wo ihr durchlaufen könnt und wo ihr mal schauen könnt, was denn so für euch am besten dann auch passt, auch später. Denn wie gesagt, wir bilden auch wirklich bedarfsgenau aus und wollen wirklich euch dann auch später übernehmen können. Unsere Büromanager brauchen Englisch, brauchen ein bisschen Deutsch natürlich, klar, weil ihr müsst natürlich viel schreiben. Von daher solltet ihr da nicht ganz schlecht sein in Deutsch, solltet Mathe können. Und wir brauchen halt mindestens eine mittlere Reife, aber es kann sich dann jeder, der eine mittlere Reife oder höher hat, auch gerne frei fühlen, sich zu bewerben. Und auch unsere Büromanager, auch da ist gerade die Stelle, wenn ihr euch schon entschieden habt, offen. Das heißt, da könnt ihr euch jederzeit bei uns bewerben. Und meine Kollegin, die Jutta Stengel, die die Kaufleute ausbildet, die ist auch gerade aktuell im Meetingraum. Also das heißt, die könnt ihr da auch gleich direkt kennenlernen und ansprechen. Was bilden wir noch aus? Ich hatte das vorhin schon gesagt, dadurch, dass wir hier personalisierte Medizin erforschen, bilden wir auch Tierpfleger aus, Fachrichtung Forschung und Klinik.
Und was ist uns da wichtig? Uns ist es wichtig, dass ihr respektvoll und verantwortungsbewusst mit unseren Tieren umgeht. Denn ohne gesunde Tiere können wir natürlich auch nichts herausfinden und können nicht herausfinden, wie zum Beispiel Diabetes funktioniert oder wie Lungenerkrankungen funktionieren. Das heißt, da brauchen wir wirklich euch, dass ihr da wirklich zuverlässig seid, ein Herz für die Tiere habt und schaut, dass wir mit gesunden Tieren auch arbeiten. Wir bei uns im Zentrum arbeiten vor allem mit kleinen Tieren, das heißt mit Mäusen, mit Ratten, aber auch mit Fischen. Und ihr lernt eben, wie füttert man die Tiere richtig, wie hält man die Tiere richtig. Ihr assistiert unseren Tierärzten und unseren Wissenschaftlern dabei, wie man Eingriffe durchführt oder Behandlungen durchführt. Genau. Wir haben aber nicht nur das, sondern wir bieten euch auch an, dass ihr zum Beispiel auch mal zu einem Kooperationspartner gehen könnt und da auch mit Rindern, Pferden oder mit Vögeln arbeiten könnt. Und hier ist uns wichtig, dass ihr zumindest einen Mittelschulabschluss habt. Und auch bei den Tierpflegern suchen wir aktuell noch. Das heißt, wer das werden möchte, kann sich auch dieses Jahr schon bei uns bewerben oder dann eben für die, die noch in der Vorabgangsklasse sind, dann eben auch ab dem nächsten Jahr. Wenn ihr zu den Tierpflegern noch nähere Infos wollt, dann bin ich für euch in einer Stunde im Meetingraum bereit und dann könnt ihr zu mir kommen und dann nochmal mich löchern und genaue Fragen stellen und schauen, wie es denn genau abläuft bei uns. So, jetzt schaltet es hoffentlich weiter. Einer unserer größten Berufe, die wir ausbilden, wo wir wirklich immer so 7 bis 8 Azubis pro Jahr haben, sind unsere Biologielaboranten. Da muss ich sagen, für die, die noch kurz entschlossen sind, da sind wir dieses Jahr schon voll, aber wir können auf jeden Fall sagen, dass wir Stellen für nächstes Jahr offen haben, für 2023. Und ihr seid diejenigen, die wirklich mit unseren Wissenschaftlern direkt am Zeitgeist der Forschung dran sind. Also das heißt, ihr erforscht zum Beispiel, wie funktioniert ein Virus, also zum Beispiel Corona, was macht der mit uns, was macht der mit unserem Körper, was sind die Spätfolgen. Ihr forscht aber auch daran, wie man Diabetes bekämpfen kann, wie man Allergien eindämmen kann oder was man eben machen kann, dass ein Patient, der hochallergisch ist, ja vielleicht besser mit der Erkrankung klarkommt. Und um das alles zu erforschen, arbeitet ihr mit verschiedensten Mess- und Analysegeräten. Das heißt, es ist auch sehr digital aufgestellt. Ihr arbeitet mit verschiedenen Mikroorganismen, mit Zellkulturen, mit Versuchstieren, aber auch mit Pflanzen. Und dabei schaut ihr euch einmal die Moleküle an, also das heißt, ihr schaut euch zum Beispiel an, wie ist die DNA aufgebaut und ihr guckt euch eben auch an, wie immunologische Experimente ablaufen und ähnliches. Das heißt, ihr helft uns wirklich dabei, Volkskrankheiten zu erforschen, zu verstehen und auch letzten Endes behandeln zu können. Das könnt ihr machen, wenn ihr mittlere Reife habt und da gute Noten in den Naturwissenschaften habt. Dann ist es das, wo wir wirklich für euch da sind und wo wir sagen, da könnt ihr euch sehr gerne bewerben. Die nächsten Biolaboranten bilden wir wieder ab nächstem Jahr, also ab dem 1.9.23 dann aus. Auch für die Biolaboranten bin ich in einer knappen Stunde dann für euch im Meetingraum bereit, wenn ihr da nochmal Fragen habt. Ansonsten an die Steffi schreiben oder eure Kontaktdaten teilen. Dann haben wir Berufe, die man vielleicht erstmal mit einem Forschungszentrum nicht ganz so schnell in Verbindung bringt. Das ist einmal unser technischer Systemplaner. Unsere technischen Systemplaner, die sind für uns sehr, sehr wichtig, weil die sich damit beschäftigen, wo liegt zum Beispiel welche Rohrleitung im Gebäude oder wo liegt ein Elektrokabel. Oder wenn wir zum Beispiel was neu bauen und unseren Campus und unser Zentrum erweitern, dann seid ihr dabei, unsere Architekten bei der Planung zu unterstützen. Das heißt, ihr müsst zum Beispiel berechnen, wie ist ein Luftdurchsatz im Raum. Ihr versucht aber auch zu berechnen, wie viel Strom braucht jetzt zum Beispiel eine Lüftungsanlage und was für Energieträger kann ich dafür einsetzen? Kann ich dafür zum Beispiel erneuerbare Energien einsetzen? Wir planen zum Beispiel auch eine Solaranlage bei uns zu bauen. Also auch da werdet ihr mit dabei, damit man so eine Leistung errechnen kann. Was bringt denn so eine Solaranlage an Energie? Und wie viel kann ich dann davon nutzen? Und was brauche ich eben zusätzlich noch an Energieträgern? Das heißt, da seid ihr wirklich in diesen ganzen Planungsprozessen, die rund um Gebäude nötig sind, seid ihr wirklich aktiv mit beteiligt. Da haben wir ein kleines Büro, das heißt, da bilden wir nicht jedes Jahr aus, sondern unseren technischen Systemplaner, den bilden wir so alle 2 Jahre ungefähr aus. Das heißt, da suchen wir dann ab nächsten Jahr wieder. Ihr seid vor Ort auf den Baustellen, also es ist ein sehr vielfältiger Beruf.
Was braucht ihr? Mittlere Reife wäre super. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich berechnen muss, wie eine Lüftungsanlage funktioniert und welche Energieträger ich brauche, dann solltet ihr natürlich ein bisschen Ahnung von Mathe und Physik haben. Dann bilden wir Elektroniker für Betriebstechnik aus. Das sind so unsere Problemlöser. Also das heißt, wenn ihr diesen Beruf spannend findet, dann seid ihr für uns hochwichtig, denn ihr seid dafür da, dass ihr zum Beispiel unsere ganzen Anlagen wartet und in Schuss haltet. Also das heißt, man kann ja nicht immer eine neue Anlage bauen, wenn irgendwas kaputt geht. Das heißt, da seid ihr diejenigen, die alles pflegen, alles wartet, aber auch wenn wir eben ein neues Gebäude mal bekommen, auch mit vor Ort seid bei der Verkabelung von neuen Räumen, von neuer Technik. Wir haben zum Beispiel hier im dritten Ausbildungsjahr immer so ein kleines Projekt, wo unsere Azubis sich um verschiedene Themen kümmern. Aktuell hat sich unser Azubi gerade um die Notbeleuchtung gekümmert. Das heißt, er hat geschaut, dass überall in allen Gebäuden die Notbeleuchtung funktioniert und auch gewartet und gepflegt wird. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist extrem wichtig, weil ohne eine Notbeleuchtung hätte ich ein Problem, wenn da irgendwo mal der Strom ausfällt und wir einen Raum evakuieren müssten, dann wäre es fatal, wenn wir dann nicht irgendwo noch ein Restlicht hätten. Ja, das sind so unsere verschiedenen Berufe, die wir ausbilden. Jetzt erzähle ich euch zum Ende noch ein bisschen, weil ich bin heute deutlich schneller irgendwie durch meinen Vortrag durchgehoppelt, als ich eigentlich geplant hatte. Jetzt erzähle ich euch am Ende noch ein bisschen was zum Thema Bewerbung, wie das bei uns abläuft. Das heißt, wir suchen jemanden, der mit uns die Gesundheitsforschung der Zukunft gestaltet. Das heißt, alles, was, wie ich eingangs gesagt habe, mit umweltbedingten Erkrankungen und Ähnlichem zu tun hat, all das erforschen wir. Wenn ihr euch bei uns bewerbt, dann läuft es bei uns immer über ein Online-Bewerbungsverfahren. Ihr findet auf unserer Homepage, wenn ihr die Kontaktdaten teilt, kriegt ihr eben auch hier die Links dazu, beziehungsweise auch auf unserem Messestand habt ihr auch für die offenen Stellen zum Beispiel gleich direkt die Verlinkung mit drinnen. Dann landet ihr bei uns im Online-Bewerberportal und da ladet ihr alle eure Unterlagen und eure Daten hoch. Das heißt, am besten wäre es natürlich, wenn ihr ein kleines Anschreiben mitliefert, wo wir schon mal ein bisschen einen Eindruck von euch gewinnen, rausfinden, was ist eure Motivation, warum wollt ihr bei uns arbeiten, warum wollt ihr in der Gesundheitsforschung arbeiten, aber dann eben auch einen kleinen Lebenslauf und alle eure Zeugnisse, die ihr habt oder uns zeigen möchtet, all das ladet ihr dort hoch. Und dann treten wir mit euch in Kontakt. Ihr könnt natürlich auch gerne reinschreiben, dass ihr uns auf der Stutzbi kennengelernt habt, weil dann haben wir auch gleich schon diese Verlinkung und wissen, dass ihr euch schon mal ein bisschen informiert habt. Wenn es dann zum Bewerbungsgespräch kommt und wir euch einladen, dann wäre es natürlich super gut, wenn ihr euch auf unserer Homepage schon mal informiert habt und schon mal so ein bisschen euch ja eingelesen habt, was wir genau machen, wie viele Mitarbeiter wir haben, was unsere Themenschwerpunkte sind, also die ich euch am Anfang auch schon gesagt habe, die Themenschwerpunkte, dass ihr die auch ein bisschen wisst und wiedergeben könnt. Das ist für uns so im Bewerbungsverfahren immer enorm wichtig. Und dann, wie gesagt, reden wir darüber und versuchen da ein kleines Gespräch dann auch zu haben. Und wenn wir dann uns so den Eindruck von euch gemacht haben, dann kann es sein, je nach Berufsgruppe, dass wir entweder noch ein zweites Bewerbungsgespräch machen oder eben bei den Biologielaboranten zum Beispiel auch ein kleines Bewerberpraktikum machen. Dann seid ihr da schon mal eben eine Runde weiter. Bei unseren Kaufleuten haben wir noch einen kleinen Test für euch, der so ein bisschen euer Allgemeinwissen prüft. Ja, das sind so unsere Hauptpunkte. Steffi, gibt es noch irgendwas aus dem Chat, wo du sagst, da sollte ich vielleicht noch mal drauf eingehen? Nein, im Chat war es ruhig. Im Chat war es ruhig? Gut. Ja, nutzt vielleicht die Gelegenheit noch mal, dass ihr vielleicht in den Chat noch mal so ein paar Fragen stellt, die ich euch jetzt gerade noch in den letzten 10 Minuten, die wir haben, noch mal individuell beantworten kann. Das wäre natürlich super, wenn wir da noch mal drüber reden könnten, damit wir genau wissen, was euch denn interessiert. Immer noch sehr ruhig im Chat. Dann wiederhole ich für die, die sich vielleicht später eingeschaltet haben, noch mal ganz kurz das, was wir machen. Das heißt, wir machen Forschung in Gesundheitsfragen, Diabetesforschung, Allergieforschung, Lungenforschung.
Wenn ihr nähere Infos wolltet, uns persönlich nochmal kennenlernen wollt, dann ist meine Kollegin, die Jutta Stenger, die ist gerade im Meetingraum und berät zum Thema in erster Linie Kaufleute, IT. Und die könnt ihr da gerne besuchen, damit ihr auch schon mal einen Blick von Jutta bekommt. Und ich bin dann später ab 13.30 Uhr für euch da, für die Berufe Biologielaborant, Tierpfleger, aber eben auch für den Elektroniker oder den technischen Systemplaner. Das heißt, besucht uns einfach im Chatraum, hinterlasst uns eure Kontaktdaten, dann werden wir uns mit euch in Verbindung setzen und euch nochmal alles, was ihr an Infos braucht, wollt, zur Verfügung stellen. Und ansonsten könnt ihr euch auf unserem Messestand auch nochmal so einen kleinen Eindruck verschaffen. Da haben wir nochmal alle möglichen Informationen für euch kompakt zusammengefasst. So, für die, die schon gehen, verabschiede ich mich und sage schon mal Tschüss und ich hoffe, dass wir uns nachher am Stand sehen. Ja, da kommt eine Frage doch glatt rein. Kann man als Biologielaborant Medikamente mitentwickeln? Ja, kann man. Das heißt, wir selber machen eher Grundlagenforschung. Das heißt, wir versuchen erstmal zu verstehen, wie eine Krankheit funktioniert. Und wir sind erst sozusagen in der zweiten Stufe oder in der zweiten Phase dann auch in der Medikamentenentwicklung mit drinnen. Aber bei uns geht es vor allem um Grundlagenforschung und darum auch individualisierte Ansätze nochmal rauszufinden. Also das heißt rauszufinden, wie kann man auch einer bestimmten Person helfen, weil Medikamente ja doch auch unterschiedlich wirken können. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der auch eine Rolle spielt bei den Biologielaboranten. Gibt es sonst noch Fragen? So, der Chat leert sich. Vielleicht für die paar, die noch da sind, gerne die Zeit nochmal nutzen und gerne nochmal was nachfragen. Super, dann freut es mich, dass ich die Frage beantworten konnte. Ja. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß auf der Messe und besucht uns. Tschüss. Für die drei, die noch da sind, habt ihr noch irgendeine Frage? Es kam noch eine Frage durch den Chat rein, ja. Ja, und welche kam rein? Arbeitet ihr auch mit Gentechnik, beziehungsweise nimmt das auch in Betracht bei der Forschung? Ja, also Gentechnik ist einer unserer Hauptschwerpunkte. Also das heißt, darüber, ohne Gentechnik läuft nichts. Das heißt, wir arbeiten zum Beispiel mit gentechnisch veränderten Tieren, die genaue Krankheitsbilder nachstellen. Also zum Beispiel eine Veränderung im Erbgut haben, dass zum Beispiel Diabetes genau nachgestellt werden kann, damit wir eben eine möglichst gute Übertragung auch haben, wie das bei Menschen wäre. Aber nicht nur eben im Bereich von den Tieren, sondern auch noch eine Stufe niederschwelliger angefangen. Das heißt, wir arbeiten sehr, sehr viel auch mit genetisch veränderten Bakterien oder Pilzen, um da eben auch Grundlagen herauszufinden, auch in Bezug, welche Wirkstoffe könnten denn zum Beispiel für eine personalisierte Medizin in Frage kommen. Beantwortet es die Frage oder soll ich noch ein bisschen tiefer drauf eingehen? Steffi, magst du zum Thema Gentechnik noch was sagen? Jetzt kommt noch eine neue Frage rein. Die Berufschancen im Fach Biologie sind bei uns sehr gut. Also das heißt,
Ich möchte vielleicht die Frage noch mal ein bisschen präzisieren. Geht es da um die Frage Ausbildung Biologielaborant oder geht es eher um ein Studium im Bereich Biologie? Beim Biologielaboranten ist es so, dass wir eigentlich 100% unserer Auszubildenden übernehmen. Also das heißt, das sind sehr, sehr gefragte Fachkräfte im Bereich Forschung, Medikamentenentwicklung, Ähnliches. Das heißt, da gibt es eigentlich keinen Biologielaboranten, der ja ohne Job auf der Straße steht. Das heißt, da ist es wirklich sehr, sehr gut. Im Fach Biologie als Studium ist es so, dass ich persönlich aus meiner Erfahrung sagen muss, dass es drauf ankommt. Also das heißt, wenn man rein Bio studiert, dann ist es nach wie vor so, dass es viele Biologen gibt, die hinterher keinen Job haben. Das heißt, wenn man Biologie studieren möchte, dann sollte man sich aus meiner Sicht im Studium immer schon spezialisieren. Also dass man entweder Biotechnologie macht oder eben schon in eine Fachrichtung geht oder eher in Richtung Genetik geht. Also da wäre es gut, wenn man sich im Studium etwas mehr spezialisiert. Ist damit deine Frage beantwortet? Super. Wie kann ich euch noch helfen? Moment, da kam gerade. Wie hoch sollte der Notendurchschnitt sein, ist die nächste Frage. Ich sag mal, kommt drauf an. Also die Noten sind für uns tatsächlich gar nicht so entscheidend. Also du solltest halt in Mathe nicht unbedingt eine 5 haben. Aber ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel Abi hättest und die Mathe-Note wäre eine 4, dann wäre das für uns okay. Und wenn du mittlere Reife hast und die Mathe-Note ist eine 3, dann ist es für uns auch okay. Wichtiger ist, dass du bereit bist, daran zu arbeiten, dass du eben das auch kennst oder weißt, woran es liegt. Und ich sag mal, für die Ausbildung vom Laboranten, wir werden sicherlich keine trigonometrischen Aufgaben oder sowas berechnen, sondern da geht es dann darum, dass wir gut im Dreisatz rechnen können, oder eben auch mal eine Statistik erstellen können. Das heißt, dass man mal eine Standardabweichung oder eine Varianz oder so berechnet. Aber das lernst du alles und wir haben auch tatsächlich die Möglichkeit, Nachhilfe bei uns zu geben. Das heißt, wenn da jemand Probleme in Mathe hat, dann gibt es Nachhilfe. Oder wenn wir merken, ihr braucht in Englisch noch mehr Unterstützung, dann kriegt ihr auch da zum Beispiel Unterstützung. Hilft dir das schon mal weiter? Welche Fächer hat man während der Ausbildung? Welche Ausbildung? Sind wir noch beim Biologielaboranten oder sind wir bei einem der anderen Ausbildungsberufe? Wenn du beim Biologielaboranten bist, da hast du während der Ausbildung Chemie, Mikrobiologie, instrumentelle Analytik, wo du lernst, mit verschiedenen Geräten klarzukommen. Du hast Versuchssekunde, Anatomie, Ähnliches. Und in den anderen Fachbereichen hängt es natürlich davon ab. Also zum Beispiel bei den Kaufleuten hast du natürlich auch Deutsch und Mathe und vor allem ja auch, wie man Bilanzen berechnet und Ähnliches. Also das hängt immer ein bisschen von dem jeweiligen Ausbildungsberuf ab. Und bei uns gibt es ja viele Ausbildungsberufe, die wir anbieten. Deswegen sage ich mal, kommt drauf an. Aber das kannst du uns gerne auch nochmal individuell im Meetingraum stellen, die Frage. Weil da kann man dann genau auf einen Beruf eingehen. Hat es ein bisschen weitergeholfen, die Antwort, oder? Super, danke dir. Wie stehen wir zu CRISPR-Cas? Ja, wichtige Methode. Ist stark im Kommen. Das ist schon mal eine sehr tiefgreifende Frage. Für die, die sich vielleicht damit noch nicht beschäftigt haben, CRISPR-Cas ist eine Genschere, mit der man sehr, sehr genau Erbgut verändern kann. Und das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Methode in der Forschung, gerade wenn ich eben Bakterien oder Hefe, also sprich Pilze, genetisch verändern will, dann ist es ein sehr, sehr gutes, wichtiges Tool, um
Humanerbgut zum Beispiel da reinzuschleusen in Bakterien, damit ich dann ein bestimmtes Humanprotein zum Beispiel produzieren kann. Und wird in der Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen. Konnte ich dir damit weiterhelfen? Gerne. So, ich glaube, wir werden hier gleich rausfliegen, weil ich glaube, unsere Zeit ist um. Das heißt, ich verabschiede mich mal und bedanke mich, dass noch so schöne Fragen reingekommen sind. Vielleicht sehen wir uns nachher nochmal in den Räumen. Viel Spaß noch bei der Messe.